Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shakes and Fidget. Und heute mal mit einer anderen Perspektive mit der Cam. Und zwar hat mir das von oben so herab, das war einfach zu hoch. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das sah immer so ein bisschen komisch aus. Und deswegen versuchen wir heute mal das. So. Ich habe schon mal ein klein wenig leider, während ich so abwesend im Kopf war und OBS eingestellt habe, habe ich Shakes and Fidget schon ein bisschen was angefangen. Ich habe das tägliche, den Hier geht Login es schon rund. geholt, habe hier schon gedreht. Deswegen werde ich jetzt trotzdem noch einmal drehen. Und habe ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Das ist sehr gut, denn wir sind auf einem guten Wege auf die nächste Stufe. Wochenende habe ich einen Tag leider nur nutzen können. Da ich auf den Geburtstag meiner Mutter war, konnte ich halt leider auch nicht spielen, weil dann gehört die volle Aufmerksamkeit halt da, wo man halt ist und nicht am Handy oder sowas. So, angreifen zurzeit kann ich eine Gilde nicht, da wir anscheinend zu viel Inaktive wohl haben. Allerdings wollte ich die hier mal ausprobieren. Aber ich bin noch einmal überlegen. 21 Mitglieder sind weniger als die, die wir sonst angreifen. Und der Durchschnitt halt ist halt 310. Ist nur minimal höher. Aber der höchste, also der Anführer ist zum Beispiel das. Jetzt kann man natürlich jetzt nochmal hier gucken, aber dann siehst du halt, die meisten sind hier noch auf Einladung. Die kämpfen also nicht mit, aber eben halt die hier. Und die hier, die gehen eigentlich. Also ich werde die jetzt mal ausprobieren, weil wir bekämpfen ja die. Ich habe mich eben verschluckt, deswegen habe ich ein bisschen Hals jetzt. Weil wir bekämpfen schon Stufe bzw. Rang 3, 12 und 11 wäre dann interessanter für uns. Weil dann kriegen wir zwar auch nur 20, aber es ist halt besser, wenn wir da weiter oben kämpfen. Da haben sie es gut erkannt. Wenn wir fusioniert werden, könnte es interessant werden, ob wir vielleicht nochmal Mitglieder haben. Wir sehen, sieht zwar aus, als wäre 50 voll, aber wir sind ja tatsächlich aus vielleicht ein Ticken mehr als die Hälfte inaktive. Und ja, könnte daher sein, dass wir die dann rauskicken und rekrutieren, so gut es geht. Wenn die Welt fusioniert wird und die, wir sind ja auf der, hier auf der Welt 11 international. Wenn ihr drauf, wenn die zusammenkommt und sowas alles und ihr seht das mit eurer Welt oder so und ihr sucht eine neue Gilde, wir nehmen auf. Wir nehmen dann auf jeden Fall alle auf und schmeißen die raus, die am niedrigsten und am längsten halt weg sind. Das hat auch was mit der Ritterhalle zu tun, damit wir da nicht zu weit runterrutschen. Wir sind nämlich scharf drauf, das Gildenpad hier, beziehungsweise hier die Hydra mal alle 5 Köpfe zu legen. Wir sind immer kurz vor Ende jetzt immer und es will einfach nicht. Das Stückchen will einfach nicht mehr. Und bei Raids zum Beispiel sind wir auch bei 72. Da haben wir schon sehr lange gar nicht mehr versucht, weiterzumachen. Das könnte man vielleicht auch mal demnächst wieder in Angriff nehmen, vielleicht. Einfach mal ausprobieren. Schadet ja so gesehen eigentlich nicht. So, hier sind wir ja fertig mit 100. Hier sind wir auch fertig mit 100. Hier habe ich schon wieder in Edelstein gestartet. Toilette habe ich auch Guten reingeworfen. Morgen. Guten Morgen. Ich habe einmal das hier ausgetauscht. Ja, es war nicht viel besser, aber es hat eben halt Erfahrungsbonus 4% pro Abenteuer. Und das interessiert mich dann halt doch mehr als das, was vorher drauf war. Da war irgendein anderer Quatsch drauf, den ich nicht brauche. Und in dem habe ich durch die Toilette habe ich ein Item, was für mich schlecht war, habe ich eingetauscht. Der hat jetzt über 1000 mehr aus Rüstung jetzt bekommen. Also deutlich besser. Also der hält jetzt einiges mehr aus als vorher, kann man wirklich sagen. Also ein 1000 in Rüstung Unterschied und dann die anderen waren so um die, glaube, 30 fast in allem. Stärke, Ausdauer und Glück. Das war schon ganz gut, das Teil. Das habe ich dann direkt ausgetauscht, nochmal ein bisschen höher nochmal gepusht,
damit es sich richtig lohnt. Den Hut können wir mal eben. Können wir mal eben da reinschmeißen. So, Pets habe ich noch nicht gefüttert, weil ich nichts wirklich habe. Ich habe nämlich die letzten Male immer, wenn ich einlogge, das immer direkt einfach verfüttert. Einfach weg, einfach weg, einfach weg. Dann passt das schon. So. Hier können wir nochmal gucken, ob wir kämpfen können. Ja, aber es lohnt nicht wirklich. Nur für Ehre halt, wenn man das haben möchte, kann es sich lohnen, indem man eben halt billig kämpft. Aber wenn dann zu viele eingesetzt werden für nur ein Ehre. Ich überlege gerade, wir werden mal ganz schnell die. Das haben wir ja schon. Werden wir hier ganz schnell mal durchjagen. Ich weiß, ich soll immer das Kürzeste und sowas nehmen, aber ich sag mal so, ne, das Kürzeste, da muss man trotzdem aufpassen. Und ich klicke einfach durch. Bist du Ich, ja. ich. Ob ich morgen ans Ziel komme oder übermorgen. Hier kann man wieder zum Beispiel die Leichen sehen. Und dann ist hier deutlich besser und dann ist das, was ich halt nehme, aber ansonsten klicke ich einfach stumpfsinnig durch. Das ist eigentlich sehr gut. Kriegen wir auch noch zusätzlich Münzen. Du siehst irgendwie So, so gar nicht aus, aber so abenteuerlustig aus. ungerecht. Trink mal ein Bierchen. Ja, so ungerecht. Hier, das ist das einzig kürzeste, was mehr Hoffentlich nach gibt. einer Aufgabe. Die Juche nach einer Aufgabe. Ich suche jemanden für ein Abenteuer, Du das suchst bestanden sein will. Immer für ein Abenteuer jemanden und irgendwie bist nicht du derjenige, der immer fast am Krepieren ist. Wobei, der Balrog, das ist, glaube ich, ja, gut, aber er schickt eben halt Leute los und verlässt die dann. Lenke die Leute überall hin. So, Ketten aneinander, Mützen aneinander. Sehr schön, gefällt mir. Da fliegt ein Flieger rum. Vorwärts mit den Waffen von Shex. Was suchst du? Den Sinn des Lebens. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich schon, wenn es hier ordentlich wieder Gewinne gibt. Da spare ich die ganze Zeit über die Lucky Coins genau dafür. Da ich ja keine Werbung gucken kann, warum auch immer. Bei mir funktioniert es einfach nicht. Es ist alles eingestellt. Es geht alles. Es sollte alles gehen, aber. Funktioniert. Au, stopp, stopp. Wir haben unser Money noch nicht ausgegeben. Das Money fehlt. Da, wir haben noch 1,4 Milliarden. Mann, das ist eine Zahl. Die in echt zu haben. Ich glaube, das Erste, was wäre, würde ich mir erstmal ein Haus organisieren. Damit ich fürs Alter ausgesorgt habe. So ein modernes Haus aber. Aber nur ein kleines Haus, kein so pompöses oder sowas. Nur so ein kleines, einfaches Familienhaus, wo ich dann leben kann. Mit Mann, Hund, Kinder in Spee. Mal gucken. Irgendwas Gemütliches. Und dann aber auch in einer Gegend, wo es nicht so dicht besiedelt ist wie NRW. Da ist mir zu dicht besiedelt. Lust, ein paar Goldstücke zu verdienen? Klar, habe ich doch immer. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist wie in der Schule, wenn der Lehrer sagt Guten Morgen und du dann
auch sagst guten Morgen, ne? Nächstes Mal klappt's. Das Geniale ist, es ist immer unterschiedlich gewesen. Bei dem einen Lehrer musste aufstehen und beim anderen nicht. Und wenn er das erste Mal reinkommt und erwartet hat, dass wir schon stehen. Ja. Und du hast es keine Ahnung, weil du es nie gemacht hast, weil alle anderen sagen einfach nur still sitzen, ne? Und dann sagst du guten Morgen und dann ist gut. Naja. Das war damals schon ein bisschen, hey. Der eine hat es noch verlangt, so was Altertümliches, und die anderen dann nicht mehr. Oh, schade. Nein, nicht das. Oh, schade. Ach, verdammt! Mann, wie viel Pech kann man haben? Ja. Ja, die brauche ich überhaupt nicht. Das brauche ich auch nicht so dringend. Treibsanduhren habe ich mehr als genug rein, theoretisch. Ich habe jetzt am Wochenende 110 Stück tatsächlich kaufen können. Einmal so ein 100er-Pack im Zaubererladen. Das war so geil. Und dann war noch ein 10er-Pack dabei. Oh, das war herrlich. Das war so herrlich. Schade. Ja, oh, schade. Die einzige Stimme, die ich gerne mal abstellen würde, die mich aggressiv macht, ist diese. Die anderen sind ja, die rede ich gerne nach, aber der hier, der ärgert einen. Der verarscht einen. Das sind alles gezinkte Würfel. Alles. Oh, schade. Heute sind sie gezinkt gewesen. Ja, ja, ja. Heute hast du eine gezinkten Würfel gehabt. Irgendwann finde ich das noch heraus. Ich finde das noch heraus. So. Money, money, money. Was suchst du? Was ich suche, ja. Ein paar interessante Sachen wären toll. 5 Tage nur noch, dann ist das Reittier weg. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie viele kann ich mir kaufen? Theoretisch 10. Wieso kann ich nicht mehr kaufen? Verbindung gestört. Dann laden wir mal ganz kurz neu. Und ich sehe gerade, wir haben gerade gar nicht F11 gedrückt. Das ist auch gut. Das ist wunderbar. Guten Morgen. So, den letzten konnte ich jetzt auch kaufen. Schön, ich wollte 5 noch aufbewahren. Empfehle nur 10 Stück. Theoretisch für ein saugutes Teil oder so einen Lebenstrank mal irgendwann wieder. Oder je nachdem, wie so ein XP-Wochenende wieder. Da habe ich nämlich jetzt einmal ganz viel ausgegeben, den einen Tag, und dann passte das. 75 Tage, das dürfte uns bis fast Ende April bringen. Sehr cool. Sehr cool. Ich mache hier halt das, was im Free-to-Play halt alles für mich möglich ist. Ne, so. Und deswegen, das ist das, was halt passt. So. Habe ich da eigentlich oben wieder angestellt? Ja, gut. Alles klar, dann haben wir es auch schon. Kämpfen im Dungeon hatte ich erst gemacht gehabt. Das kann ich demnach nicht zeigen, aber hier bin ich auch nicht vorangekommen. Ich bin nicht einen weitergekommen. Ja, ich werde in der Schattenwelt bei dem, ich nenne ihn jetzt mal Hagrid, auch wenn Samter Riese da steht, bei dem ist es so, dass ich immer näher rücke am Schaffen, aber es eben halt noch nicht so wirklich hinkriege. Naja, gut. Aber das war es erstmal. Wir haben es jetzt, haben alles gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.